Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream 85 und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Heute schön Panzerchen fahren, aber ich habe einen Sonderauftrag vom Battle Pass. Das habe ich nämlich noch nicht fertig. Und zwar hier Skeet Shooting. Ich muss noch 6 Panzerfahrzeuge vernichten. Also 6 Fahrzeuge, ne, 6 Ziele vernichten. Panzer, Flugzeug, egal was, ne, aber 6 Stück müssen es noch sein. Kriegen wir das hin? Ja, denk schon, ne? Ich mache jetzt so 2-3 Runden und dann müsste das eigentlich abgeklärt sein, ne? Kann auch sein, dass ich das in einer Runde hinkriege, ne? Und der nächste Auftrag, der jetzt reingeschaltet worden ist Dash to Victory. Allerdings ist das natürlich eine Grind-Aktivität, wie ihr seht. 35 Missionen, während du mindestens ein Spielerfahrzeug des Gegners zerstörst, ne? Ein Fahrzeug muss man zerstört haben, 35 Missionen. Ja, ob Panzer, Flugzeugschiffe, ja, es ist eigentlich egal, wie das macht, ne, aber 35, das ist viel, das sind viel. Jedes, ne, jede Runde kommt drauf an, wie lange man halt auch drinne ist, ne, so zwischen 10 und 15 Minuten oder 20 sogar drinne, ne, das kann, ja, das dauert. Also, ja, man kann diesen Auftrag innerhalb eines Tages abschließen. Aber ehrlich, das will ich nicht, ne? Ich will nicht so viel Zeit investieren dann. Also schon Zeit investieren, aber ihr versteht, was ich meine. Es ist halt schon ein bisschen hart, ne? Ja, ist auch nicht hart. Der ganze Vorteil bringt mir auch noch das hier ein, ne? Das aggressiv Sniper. Was ist das eigentlich? Zerstöre 3 Spielerfahrzeuge mit einem Jagdpanzer. Das klingt natürlich geil. 10-mal ohne deinen eigenen zu verlieren. Das ist eine harte Nummer, aber das lässt sich bestimmt machen. Ne? Es gibt ja lauter tolle deutsche Panzer, also Jagdpanzer, mit denen man es machen kann. Obwohl, der hier kann es auch, ne? G6. Aber die Briten haben für meinen Geschmack zu wenig Jagdpanzer. Ne? Daher ist das ein bisschen doof zu machen. Jagdpanzerliste, weil das zählt ja ab Rang 3. Da ist dann halt, ne, da ist nichts. So, dann haben wir hier aber Rang 4, haben wir denn hier den FV. Den M109, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Dann haben wir hier den Two Toys, den Conway. Ja, und dann war es das schon wieder. Ne? Gut, der G6 halt zwischendrin auch noch. Ne? G6 auch noch. Aber ihr seht, bei den Briten ist nicht so viel vorhanden. Außer im Rang 2, da geht schon einiger. Ne? Charger, Gun Carrier, Achilles. Ne? Absolut top Fahrzeuge. Also, ja. Na gut. Ja, dann holen wir uns mal unsere Abschüsse, ne? Ich bin hier im Rating 7.3 unterwegs. Es geht eigentlich. Allein mache ich das schon wegen dem Fox-Panzer. Der hat jetzt eine stärkere Munition. Ja, gucken wir mal, ob sie ihm was bringt, ne? Ob sie ihm was bringt. Womöglich werde ich auch die Kills mit, ne, so machen, dass ich jetzt spotte, genug Punkte habe und dann anschließend halt Flugzeug kriege, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, wir machen erstmal. Ist eigentlich egal, wo wir jetzt rauskommen. Obwohl, wartet mal, vielleicht wäre A eine gute Idee. Oder ich suche mir oben eine schöne Schützenposition. Obwohl, na. Ja, nee, komm, scheiß drauf, wir gehen hier wieder hin. Wir kennen diesen Ort, wir wissen, wie gefährlich es hier ist. Ey, dieser Motorsound von dem Ding. Sorry, aber das erinnert mich sehr stark an irgendeinem Racing, ne? Das ist halt schon so lauter Motorgeräusch, so lautes Motorgeräusch hier so. So, Vorteil zum Spotten verschaffen. Gucken wir mal rum. Da geht schon los, der erste ist gespottet. Dieser Bärchen ist wunderbar. Nummer 2. Auch schon. So. Nummer 3. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt. Jo, was schaffen wir die Points, Jungs? Hol's mir. Gib mir's. Das klingt ein bisschen verwirrt. Womöglich kann ich den da hinten noch eine reinsuchen. Nee, oder nicht. Zu spät. Zu spät. Egal, ist nicht schlimm. Kommt schon der nächste. Lebensmittel da. Also die Kette ist im Arsch. Also hängt er jetzt fest. Wenn ich jetzt auf seinen Kanonenrohr treffe, bin ich gut.
Leider schlagt die schlechte Munition auch da so ein, wenn man es will. Na, der Winkel ist scheiße, ihr seht das auch. Ein scheiß Winkel drin. Habt ihr das gesehen? Ja, ohne viel Tamtam habe ich es geschafft. Was war das? PT-76. Oh. Ich habe einen PT-76 einfach mal so mit meinem süßen Panzer geknallt, ey. Was soll man da noch sagen? Die arme Drecksau. Oh, da ist ein Panzerjäger. Der seinen Weg noch versucht zu bahnen. Unbekannt. Der hat sich bestimmt auch so gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? So, was haben wir denn da? Wie da? Tree Panzer! Drei Panzer hintereinander! Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Kollege, du brauchst Hilfe. Guck mal, was noch macht da jetzt. Ah, jetzt ist zu spät. Was? Nein! Ich hab den... Ich sag ja, die Position ist einfach mal godlike. OMG! OMG! Scheiße! Scheiße! Ich hab da nur... Ihr habt gesehen, ich hab nur seitlich einmal reingeschossen. Bin nicht mal davon ausgegangen, dass er getroffen wird. Oh, geil, oh, Martin. Tja, Kollege, ich bin noch nicht offen. Ich kann hier nicht mit... Das sieht sehr gefährlich aus. Er ist im Taubenarsch. Träger. Ja, irgendwann ist, verlässt einen das Glück. Aber ich habe 4 Panzer weggekloppt und ich muss ja, ne, ihr wisst ja. Oh, Entschuldigung wegen dem Hintergrundgeräusch. Was ist heute los? Was ist das denn? Ach, der. Ja. Oh, Straßenkehrer, Leute. Ich hasse das. Ich hoffe, ihr kriegt das Geräusch nicht mit. Aber einige von euch hören das bestimmt schon. No. Das nervt. Ja, ich weiß, die müssen hier durchfahren und mal die Straße sauber machen, aber... Doch mitten an einem Mittwoch. Können die das nicht am. Na, können die das nicht freitags machen? Den Typ da würde ich gern wegkloppen. Ah, schade. Der war da schön an der Position. Merken wir uns mal, falls er zurückkommt. Hin zurück. Nein, macht er nicht. Er wäre schön blöd, das zu tun. Alter. Geschützrohr aber immerhin. Geschützrohr ist gut. Bis das repariert ist, könnte ich sogar ihn erledigen. Und lad mal ein bisschen schneller nach, das ist ja eine fürchterliche Angelegenheit hier. Voll erwischt! Naja, ohne zu verfehlen stimmt aber nicht ganz. Na, ich habe ja beim ersten Mal nicht gerade perfekt geschossen. Und generell muss man dann einfach eigentlich sagen, verfehlt. Ne? Eine gute Sicht. Schon 5 Panzer. Ey. Einer fehlt mir noch. Ein einziger. Ein Panzer fehlt mir, Leute. Das war jetzt aber einfach. War wirklich zweimal luckig. Stopp mal. Ziemlich mich auf eine blöden Line. Scheiße! Die fahren mir einfach vor die Nase. Die fahren mir vor die Nase, die Deppen.
Sonder-Kfz, kein Glück gehabt, mein Freund. Da hast du richtig Pech gehabt, da hast du richtig gelost. Nee, wir bleiben mal hier auf Position. Aber wenn hier einer runterfährt, könnte ich den erwischen, glaube ich. Ich habe mein Ziel erreicht, Leute. Ich habe mein Ziel fucking nochmal erreicht. Das ist geil. Keine Angst, es gibt trotzdem die angesprochenen Runden. Also, ne? Den da oben. Ja, daneben. Das hätte ich eigentlich auch lassen können. Das hätte ich mir sparen können, aber ich habe es innerlich gehofft, ne? Vielleicht reicht. Liste. Okay, da kommen so Schüsse quer rüber. Achso, das ist von dort. So ein anderer Panzer. Dem Ding hier durch den Schlamm rauchen, das wäre mal so einfach. Na, baller du mit dem MG weiter. Dann sehe ich wenigstens, wo du bist. Gleiskette. Na, war jetzt kein großer Hit. Er ist umzingelt, er kann nichts mehr, Rohr ist kaputt, Gleiskette sind im Arsch. Die Runde kann er einpacken mit seinem. Aber er ist halt ein M46, nicht gerade einfach zu. Okay, ja. Ja, schade. Eine Sekunde noch gewartet, ne? Noch eine Sekunde, dann hätte ich den mir holen. Scheiße! Oh shit, ich bin hier im Arsch. Oh, ich komme hier nicht weg. Reifen ist kaputt, komplett das ganze Rad ist im Arsch. Mein Schütze ist tot, ich muss reparieren. Ich komme hier nicht mehr rechtzeitig weg. Und mein Rohr war auch ein bisschen demoliert. Egal, was soll's, ich habe mein Ziel erreicht. Das ist doch schon mal die Fortsetzung. Jetzt fahre ich mal was ganz Schreckliches. Wer kennt ihn noch? Den Easter War. Den schlimmsten Flakpanzer jenseits dieses Spiels. Er ist schrecklich, er ist doof. Und keiner weiß, wieso das Fahrzeug draufgetreten ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, die Entwickler wollten sich einen Scherz machen. Die wollten einen ganz miesen Witz machen. Haben sie auch geschafft. Ne? Die haben einen ganz miesen Scherz abgezogen. Yeah! Ich muss hier kugeln, müssen die leider jetzt hier. Oh, scheiße, ich hab zu spät gedrückt. Das hätte ich jetzt hier Dings machen können, Bomber, aber egal. Endlich mal eine gute Runde. Ah, komm, ich geh mit hochfliegen. Okay. Keine Gegenwehr. Keine Gegenwehr. Ja, läuft aber gut bei mir, muss man gerade sagen. Ja, ich kriege hier auch noch einen schönen Bonus mit rein von 40%. Wäre natürlich cool, wenn noch mehr rauskommen würde. Okay, B geht fallen. Wir haben die jetzt noch. Die haben noch den Bekan. 10-5er Tiger, T-34 und Shot Karl Aleph. Den Bekan kann ich eigentlich mit meiner Munition töten. Das ist eine verrückte Idee. Aber prinzipiell gesehen könnte ich den Bekan töten. Na, ich muss ja nicht viel machen. Ich habe ja mit der Munition hier schon wieder verpeilt, ne? Mit dieser Munition habe ich ja einen ganz guten Durchschlag. Ach nee, warte mal. Ich unterstütze mal den Kollegen. Scheiß auf Bekan. Oh, das ist eine Worten. Oi, 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 oi. Aber ganz gut getroffen, ich glaube. Der Pilot stellt sich leider an, die Lumpi. Deshalb fahren der jetzt auch. Gut. Hä? Oh, hab die 7 gedrückt. Na gut. Gut, Knut. Ich schätze mal, wir sehen hier sowieso keinen feindlichen Panzer. Macht auf der Pass. Oder einer von uns. Jo.
Also ich würde trotzdem ganz gern mal hier den See da einfach mal, ne, einfach hier den Damm einreißen und einfach mal, ne, das wäre schon sehr spektakulär. Ich weiß, das würde hier alles überschwemmen. Ne? Selbst manche Spawnpoints würde es zerstören. Aber es wäre recht lustig. Es wäre trotzdem lustig. Guck mal, wie schön das mit den Farben ist. Oh, da hinten ist eine EL 28. Ich das Fahrzeug erstmal in Position stellen, damit ich überhaupt damit schießen kann. Und naja. So. Mein Schütz ist tot. Mein Schütz ist tot. Mein Schütz ist tot. Komm, gehen wir mal mit Fliegen nochmal, wenn da überhaupt einer von der Gegenwehr auftaucht. Ja, ist nicht mehr viel. Aber der Bekan lebt noch, also der kann uns noch auf die Füße fallen, kann man sagen. Ne? Der Bekan kann einem noch auf die Füße fallen. Habt ihr gesehen, wie schnell mein Kollege da hier von meinem Soldat da der Kopfnickel gehoben hat? Ich hab nur ein Nickelchen gemacht, ich war nicht wirklich tot. PC gehört wieder denen, das ist bestimmt der Plan, der hat jetzt eine gute Schussposition, aber der Bomberkollege wird jetzt das richten. Glaube ich noch fest und fest dran. Ich weiß noch, wie das hier mit dem Wasser so schlimm war, dass man nicht rüberfahren konnte. Da war das so tief, dass an manchen Stellen die Leute abgesoffen sind. Oh, ich weiß nicht, Leute. Das hatte den taktischen Punkt wirklich erschwert, aber, also, ne? Oh, da hinten ist ein T. Ja, okay, keine Chance. Der würde mir den Schuss weghauen. Und das möchte ich ihm nicht mehr gönnen, ne? Wunderbarer Abschluss, muss ich sagen. Besser, als ich je gedacht habe. Ja. Geil und Mato. Nicht schlechter Abschluss. Und yay! Yeah. Das haben wir auch abgeschlossen. Das ist auch ganz gut. Einige Sachen freigeschaltet, auch verdammt geil, also, ne, ich habe nur einen 15% Booster, aber trotzdem, ne, mega fett, muss man sagen. So, der G6 ist auch bald mal abgeschlossen, ja, Gott sei Dank, ne, das muss ja auch bald mal sein. So, hier den Filter, den neuen. Und irgendwann habe ich den Easterbug auch fertig. Ich, wie ich schon mal sagte, wenn der fertig ist, dann werde ich nie wieder anrühren. Na, in 1000 Jahren nicht mehr. Im Übrigen ist vielleicht noch gar kein aufgefallen. Guck mal, wenn wir hier drüber gehen, ne, einfach nur hier unser Pfeil halt. Daneben ist so eine, ne, Notizanzeige. Das Ding ist neu. Ne? Also, ne, so ist normal, wie ihr seht. Und dann ist da so ein kleines Notizenzeichen neben dran und ja, und halt generell hier die Infos, ne, die ist, also nicht, dass ihr das jetzt falsch guckt auf die den Mauscursor, ne, guckt darauf und dann, ja, das ist neu. Bringt's was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwo habe ich das gelesen, dass das vorher nicht zu sehen war und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sich darüber jemand beschwert hat, aber ja, ne, naja. So, dann wollen wir unsere Belohnung mal abkassieren. Ja, sehr schön. Sehr schön. Natürlich, Gutschein, ist klar. Gutscheine sind immer gut, also hier, ne? Und wir kriegen Emblem of the 213. Artilleriebrigade. Von wem? Ah, Israel. Das israelische Abzeichen. Ja, gut. Prinzip erkennt man es deutlich, ne? Ja. Jetzt fehlt mir nur noch das hier. Das müsste ich freischalten, dann kann ich wieder Sonderaufträge annehmen. Ne, und machen und dann geht's. Ja, hier, ne, hat nur eine Mission erstmal gezählt, ist klar. Und ich habe noch 34 vor mir. Und zwei weitere machen wir jetzt. Ne? Dass das in der ersten Runde klappt, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Aber gut, der Fox-Panzer ist halt auch. Aber ich habe den nur. Ich habe doch nur ein bisschen dran angetippt. Ich habe doch nur ein bisschen geschossen. Ich muss irgendeinen wichtigen Komponent. Na, ihr habt ja gesehen, ich habe ja nicht richtig gezielt. Und ich muss irgendeinen Komponenten getroffen haben, dass dieser DV sofort in die Luft fliegt. Also, hammerhart, du, ey. Na, man denkt an so vieles, aber man denkt halt nicht dran, dass dann die Möglichkeit bestünde,
Na, das ist geil. So. Wir werden jetzt mit dem Ding natürlich spotten gehen. Ihr kennt die Vorgehensweise. Hier, wer neu eingeschaltet hat, ne, ganz neu dabei ist. Ja, ich spiele gern Spotter, also leichte Panzer. Ich spotte sehr gerne. Oh, da ist schon einer von mir. Deadpool. Wenn ihr filmen, ja, ich kann nicht reingehen. Auf jeden Fall, ne, schreibt mal in die Comics rein. Geht ihr Deadpool rein, den neuen? Geht ihr, wenn es soweit ist, ne, geht ihr rein? Bestimmt, Deadpool ist geil. Deadpool ist geil. Ich liebe diesen. Allein schon diesen Charakter. Im Prinzip ist der einfach. Ne, einfach ist. Gut, Ryan Reynolds ist sowieso generell einer von wen. Ey, Kumpel, ey. Ja. Entschuldige, ich stand auch ein bisschen im Weg. Ne? Wer hat gesehen, dass ich hier fahre? Was soll ich sagen? Ryan Reynolds, ist sowieso von gewissen Schauspielern wirklich einer von denen, wo man sagen kann, ey, der ist so lustig verrückt. Ne? So Jim Carrey verrückt, ne? Ah ja, Jim Carrey war ja auch ein super Typ, ne? Oder ist ein super Typ. Aber von dem sieht man halt einfach nichts mehr, ne? Der macht da auch nichts mehr. Wir haben ein Problem. Wir wollen uns gleich wieder rein. Der Kollege da oben ist ein Black LKA M41 regelrecht was. Wir werden uns beide um ihn kümmern müssen. Okay, er bekämpft ihn schon. Gut gemacht. Schau mal, du brauchst jetzt Reparaturen. Brauchst du Reparaturunterstützung? Ja, sieht nicht so aus. Das sah halt eben so aus, als bräuchte er, ne? Eben sah es so aus und so ist gut. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Dann den Zerstörer. 45. Dachte der könnte hier einfach mal einen auf Flak-Spezialisten machen oder was? Ich glaube ja. Kommt nicht durch. Weil seine Ketten wenigstens erreichen, das wäre gut. Oh, den da hinten, den für dich. Für dich. Ah, ich sehe nicht mehr. Ich bin so gut. Weil den kann ich platt machen, Leute. Der ist sehr stark gepanzert. Okay. Der Rattel da hinten hat schon angefangen, auf mich zu ballern. Das war natürlich jetzt übel. Aber ich hole ganz gut in die Klappe rein. Hier noch der Rattel. Ja, der wird auch nicht abziehen. Der ist gerade nicht im Schussbereich. Da, guck mal, was ist da? Das ist ein Tiger. Ich muss auf die Munition achten, geht immer so schnell aus mit dem Ding hier. Kann man gar nicht oft genug drauf achten, ey. Komm. Sie wollten ja hier irgendwie so einen Munitionszusatz einbauen, dass man irgendwie Munition irgendwo mitfallen kann für bestimmte Fahrzeuge. Aber davon hast du ja auch noch nichts gesehen, ne? Gut, jetzt ist erstmal hier mit den zusätzlichen XP-Points hier für neue Nationen oder sowas. Irgendwas ist da am Machen. Ich habe das noch nicht so ganz begriffen. Na, es gibt aber auch so viele Diskussionen, wie wird das System eventuell sein. Sie haben ein paar Konzepte angezeigt. Und jetzt geht die Diskussion noch los. Der Live-Server-Test müsste eigentlich abgeschlossen sein, soweit ich weiß. Aber, naja. Wow, der hat richtig abgezogen, nein, der Typ.
andere hinter mir. Das Meteor. Machbar. Nein, doch nicht. Okay, gut gemacht, Kollege. Okay. Suchen wir uns unsere Ziele. Problem, man sieht gerade nichts. Aber ich habe keine Zeit mehr, wir haben noch 2 Sekunden. Schade eigentlich, die 2 Sekunden hätte ich gern gehabt noch. Hä? Oh. So, gespottet. Hier der Rattel. Oh ja, wunderbar. Warum klauen die sich mit dem Rattel so weit von vorne? Das ist das, was ich nicht begreife. Sorry, aber der Rattel ist sehr... Ja, okay, ja, der ist schon so. Aber er ist so schlicht gepanzert, dass er einfach so einen Beschuss auf lange Dauer nicht überstehen könnte. Einfach nur genervt. Der Typ ist einfach jetzt nur noch genervt. Einfach mal reizen, ne? Oh geil, das wäre jetzt super. Nee, geht nicht. Das wird sowieso nicht klappen, weil da wird jetzt keine Gegenwehr auftauchen. Ne? Oh doch, das geht. Oh, Gegenwehr. Oh oh, das Ding ist böse. Wenn ich den nicht wegmache, der Brustmarker. Der killt nämlich unsere Leute. Oh, wunderbar, er ist tot. Sehr schön. Bombe los. Jungs, legt los. Es geht Party Time. Guckt euch das an. Die freuen sich gerade. Es wird ein wunderschöner Anblick werden. Die Einheiten, die feindlichen, zerfetzt werden, zerstört werden von Bomben. Das wird ein so schöner Anblick. Ey, was? Ausdauerding ist im Arsch. Ich sehe feindlichen Panzer fahren. Könnte ich seine Kette zerschießen? Ah, scheiße, kein gezieltes Treffen drin gewesen. Kein gezielter. Okay. Oh, der ist sehr weit entfernt. Ja, zu weit. Ne, zu weit entfernt. Sehe ich nicht. Ist zu weit. Der da hier, den da, den könnte ich ein bisschen anknapsen, also zumindest seine Welle Ketten. Den könnte ich ein bisschen anreißen. Warte mal, da ist einer so zwischen den... Ah, das haben wir gerade gesehen, der hockt dazwischen. Wenn der sich aus seinem Lock raustraut, dann kann ich mir schnappen. Oh mein Gott, ich bin leer! Das habe ich halt noch nicht mit dem Ding erlebt. Ich bin leer geschossen, Leute. Komplett. Ich kann nichts machen. Und das Bocken halt. Ich kann nur das Bocken. Blöde Idee. Eine ganz verrückte Idee. Mal sehen, ob das klappt. Ne, warte mal, der Stift, der Boden ist zugefroren. Der Boden ist zugefroren. Ja, noch viel verrückter. Oh mein Gott, wenn das funktioniert, dann ist die Maske auf. Ich fahre jetzt Richtung C. Wenn das funktioniert, lach ich echt. Und ich bin schon ein bisschen am Schlittern, merke ich hier. Das wird jetzt gar nicht lustig. Gut, wir nehmen C ein. Ohne Munition. Das war knapp. Der Schuss war knapp, Leute. Das war wirklich arschknapp. Alter, das hätte noch übel ausgehen können für mich. Ja, sei mal nicht im Weg, du blödes Geschütz. So, nehmen wir mal C ein. Hoffen, dass wir schnell mal nachladen. Auf eine Munition hier. Ja, lad nach, schneller, 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 schneller. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh, da kommt ganz viel böses Zeug. Das Problem ist, ich sitze jetzt hier in der Todeszone. Komm schon, lad nach, richtig, komplett alles aufladen. Sehr schön. Okay. Mit dem Arm, ich
selbst was reindrücken können. Okay, das sieht nicht gut aus für mich. Ja. Oh Gott, wir sind nur noch so wenige. Wir sind nur noch so wenige. Ich hab Schiss, ey. Neben uns ist einer. Okay. Der ist tot. Gut. Markierung hat geklappt. Hier kommt irgendwie gleich einer. Wir haben gewonnen! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Zwei Mann, Leute! Zwei Mann! Zwei Mann, ey! Wir waren nur noch zu zweit und die haben uns... Oh mein Gott, wir haben sie gekillt, ey. Wir haben sie sowas von verarscht nach Strich und Faden. Zweimal. Zweimal, ey. Das ist geil. Jo. Zweimal, Leute. Boah. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur unverschämtes Glück war. Oder wirklich können. Sag mir mal das Erste. Oh mein Gott, ey. Oh, das war jetzt aber so ein lucky Ding, ne? Das war jetzt echt so lucky. So ein Glücksding haben wir ja lange nicht mehr gehabt, also. Ne? Mega fett. So, letzte Runde, Leute. Letztes Glück, letzte Fahrt, ne? Warte mal, wie heißt das auf der Kirmes immer? Ach, scheiße, ich weiß nicht. Die Kirmesansage da ist... Ja, keine Ahnung. Ich habe dir nicht zugehört, weil vor kurzem, wir haben hier bei uns in Frankfurt, ne, in Höchst, ist immer Kirmes. Und ich hab da nicht zu. Ich geh gerne gehen, ne? Allein schon wegen den Schießbuden, was soll ich sagen? Ich mach das gern. Ja, ich mach das gern. Kettenkarussell setz ich mich nicht rein. Niemals, mein ganzen Leben hock ich mich nochmal in Kettenkarussell. Also da stirbst du ja 2 Millionen Tode, Leute. Da stirbst du ja sowas von. Boah, da sterbe ich wirklich. Das geht gar nicht. Nee, Kettenkarussell geht nicht bei mir. Da habe ich so ein Schiss, dass da die Kette reißt und ich bin hier nicht gegenfliege, ne? Und am Ende drauf gehe. Das ist mir einfach zu risikoreich. Gut, eventuell reißt auch die Kette einfach und ich fliege in den Main rein. Dann habe ich kein Problem, ne? Dann schwimme ich da einfach wieder raus. Aber trotzdem, na, ich habe da schon ein bisschen Schiss davor, daher. So. Gehen wir uns mal hier auf den Point. Leider kann man da oben nicht hinfahren. Ne? Einige haben schon probiert, immer wieder mal nach oben zu fahren. Ihr seht, die Position ist auch abgerissen. Ne? Ist richtig gesperrt. Weil es halt in der Vergangenheit viele probiert haben, da hoch zu fahren. Ja. Obwohl ich sagen muss, es funktioniert. Man hat mich gesehen. Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat mich gesehen. Er fährt weiter. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ja. So hat er mich gesehen. Dann sollte er mich nicht sehen. Nee, die zwei wissen nicht, dass ich hier bin. Schaut mal, wo die hingucken. Die wissen es gar nicht. Oder? Doch, der guckt, der weiß, dass ich hier bin. Scheiße war's. Jetzt bin ich richtig gefickt, ey. Jetzt bin ich so richtig... Oh, Mann. Kollege, helf mir, da ist der Hori. Verflucht. Mann, man musste nämlich unbedingt sehen. Ich war eine schöne Position. Ich hätte so eine schöne Position inne gehabt. Die Frage. Na gut. Ne, mach mal wieder den Rattel. Ne? Der muss ja auch mal wieder gemacht werden. Oder noch gemacht werden. Und dieser Raketenwerfer ist ja nicht gerade ohne. Ne? Wirst du von der Rakete getroffen, fällst du auseinander.
gibt nur wenige Fahrzeuge, die 600 mm Durchschlagsleistung, eigentlich mehr, aber überleben. Oh, M50, gut raus, ich weiß nicht, lieber, ne? Okay, er hat's geschafft. Irgendwas hat er gekillt. So. Ja, da hinten sind dann immer noch die anderen zwei Gestalten. Wir wissen also, Horis dort und eine Art, ein M26 oder sowas. In der Richtung. Nee, ein M109. Nein, das hat geklappt. Er hat geklappt. Ey, das hat echt mal wieder geklappt hier. Der da oben ist tot. Es hat mal wieder geklappt, Leute. Never ever. Ich war mir nicht ganz sicher, weil der Kadaver davor stand und ich wusste nicht mehr genau, ob da zwischen Gebäude sind. Ich habe gedacht, na gut, das knallt in ein Gebäude rein. Aber, nö, ich habe mich geirrt. Ja, das ist der Instinkt, den ich habe, ne? Das ist nicht ganz so schlecht, ne? Instinkt ist immer gut. Ja. So. Hier ist sehr viel Berg- und Talfahrt angesagt. Irgendwo da hinten spawnen sie ja auch. Da müssen wir jetzt gleich aufpassen. Ja. Aber wenn da jetzt einer von meiner Fresse spawnt, dann macht er mich kalt. Schade! Hätte noch gut ausgehen können, aber ja, das Rad ist weg. Nicht nur eins. Hat mir die komplette Achse zerfetzt und das die Räder weggeknallt. Was ein Schwein. Ihr Schweine! Ihr habt sonst was gekillt. So, weiter rumpirschen, rumgucken. Wie geht das scheiß Song hier, wie dieses schöne Liedchen hier mit dem weißen Ei. Viele von euch wissen es da draußen, ne? Ich finde das Ding, ich finde das gut, ich hatte das mal früher gesehen. Aber irgendwann haben die Leute einen in der Straßenbahn ziemlich blöd angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, was habt ihr denn für Probleme? Das ist der weiße Ei, das müsste doch eigentlich jeder kennen. Ich habe nicht seine Geschütze kaputt gemacht. Das ist eine gefährliche Sache, ey. T50 gefährlich für mich. Oh, da ist ja noch was. Nein! Ach, scheiße. Ah, eine Flak. Oh, ich habe sie nicht so richtig gesehen. Ja, guter Treffer. Guter Treffer, Leute, oder? Das war ein guter Treffer. Schön da unten rein, wo die Raketen sind. Ja, der freut sich jetzt. Aber wir haben so gut wie gewonnen, ey. Also, na, da braucht man nicht mehr viel Action zu machen. Trotzdem, probieren wir gerade mal was. Ich habe hier die Hai. Egal, probieren wir es trotzdem mal. Vielleicht können wir auch ein Flugzeug noch abknallen. Wer weiß das schon. Oder ich gehe mit dem Bomber rein. Ah, 7 von... Ah, kurz vorm Atombombenschlag. Habe ich noch nie einmal gehabt, Leute. Noch nie einmal dürfte ich das selbst machen. Nee, das stimmt nicht. Entschuldigung. Stimmt gar nicht. Oh. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das 3-mal gemacht, aber das ist schon lange her. In großen Abständen. Ne? Ja. In sehr großen Abständen. Also eher, man kriegt es sehr selten hin. Natürlich mit dem Spotten und zwischenzeitlich mal ein Fahrzeug zerstören, bringt das natürlich auch nicht was, ne? Aber, naja. Ja, die Runde ging jetzt, ne? Sie war nicht ulti, aber sie war doch ganz schön, ne? Sie war super. Die hat Spaß gemacht. Ja, was soll ich sagen? Der Fox ist einfach ein geiles Fahrzeug. Bis man aber die richtige, gute Munition hat, dauert's, ne? Die Munition, die bringt euch voran.
Die andere Munition, hier die Standard, ja, es geht. Also, ne, damit Gegner bekämpfen geht gar nicht. Hier, okay, wenn ihr die Dinger verwendet, könnt ihr halt einfach, Moment, der macht halt, tut gerade die Dateien da installieren. So, wenn ihr die andere Munition verwendet, die HE-Munition, könnt ihr mit Flugzeuge abknallen, ne? Ist eigentlich sehr effektiv, richtig, richtig gut damit zu arbeiten. Und die hier ist halt wirklich gegen Panzer, ne? Die kriegt ihr halt anfangs gleichgestellt, ne? Das Standard, Standard, müsst ihr nicht erforschen extra. Und das hier, ja, ne? Daher, ja, anfangs mit dem Foxpanzer lohnt sich halt mehr Flugzeuge vom Himmel zu knüppeln. Ne? Und zu spotten halt, ist klar. Aber dann habt ihr erstmal die stärkere Munition, könnt ihr richtig durchstarten, das steht noch fest. Mir wird dauernd hier was angezeigt hier. Mal gucken, was der für ein Sonderding hat. Ach so, das war das. Oh, das ist neu. Sehen, wie das aussieht. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, weiß noch nicht. Gebt euer Feedback in die Kommis rein. Was haltet ihr von dem Skin? Ich bin da so, ich weiß nicht. Ja, weiß nicht. Sieht so gezeichnet halt aus, ne? Das sieht so, ich weiß nicht. Ja, und das mit dem Gelb, ein bisschen gelbliches Orange da, ne? Da fällt man doch schon mal auf wie ein bunter Hund. Gerade so in Schneegebieten, ne? Ja, ist mir doch schnell mal zu sehen. Ja, oh, shit. Ja, ich bin schon wieder müde. Ja, ganz schön was erreicht. Naja, jetzt muss ich noch ein paar andere Aufträge hier. Das hier, ne? Das sind schwere Spielerfahrzeuge mit einem schweren Panzer. Oh. Ja gut, der Black Prince zum Beispiel, aber was hätte ich denn hier noch für Variationen? Ja, die Churchill-Dinger sind halt gut, ne? Und dann lässt es halt nach mit schweren Panzern, muss ich mal gucken. Mit welcher Nation ich da... Was quatsch ich da? Ich gehe einfach hier mit den Sowjets rein, ich packe mir den IS-3 ein, Leute, ne? Ganz einfach hier, IS-3, IS-4 und gehe dann da mit den zwei los-Tigern. Ganz einfach, oder? Und daher, dass es auf Rating 7 abläuft, packe ich mir halt noch den IS-6 oder den T-10 mit rein. Schon habe ich eigentlich, ja, IS-6 wäre vielleicht sogar besser. Ne, warte mal, wer war denn der, wer, ich glaube, ne, der IS-6, glaube ich, hat mehr ausgehalten. Turmpanzerung 150, Wanne 100. Ja, okay, naja, der IS-6 hält doch nicht so viel aus, ne. Ja, was wollen wir im T10? Ah, dann nehmen wir den T10, Turmpanzerung 250, ne, und Wanne 120, ja, dann nehmen wir den, ne. Ja, ist doch easy, ne, so tue ich mir den Job vereinfachen, ne, ganz einfach. Na gut, Leute, dann muss ich mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Like, Abo da lassen, wäre ganz nett von euch. Aktiviert die Glocke, ne, das Glöckchen, bimmelimmeling, Glöckchen aktivieren, damit das auch nicht vergessen geht, ne, nicht, dass ihr einen meiner Videos verpasst. Und ja, ich hoffe mal, wir sehen uns am Freitag wieder, wenn nichts dazwischen kommt, weil, ja, ich bin mir halt nie so richtig sicher. Wollt ihr Seeschlachten sehen? Ja, nein, ne, ich müsste mal vielleicht jetzt allgemein mal so eine Umfrage starten. Muss mal rausfinden, wie das da geht bei YouTube. Und ja, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, weil ja, es ist jetzt fast eintönig und langweilig geworden. Na, die Schiffe haben ja schon so lange und die meisten von, also zumindest die Intensivspieler von Hochseeflotten haben schon alle möglichen Schiffe freigeschaltet und ihre Punkte, die sie zusammenkriegen, ne, bis auf die Lines, aber die Forschungspunkte gehen einfach hier oben in das Lehrgeld rein. Ne? Ja, gut, bei mir fehlt noch einiges, ne? Die Svetlov, die Imperatia, Marija, die Poltava zum Beispiel hier und so weiter und so fort. Aber trotzdem, irgendwann hat man das ja auch alles durch und dann wird es langweilig. Und ne, stattdessen, dass ihr jetzt mal endlich mal ein bisschen mehr noch reinbringt, oder uns gleich hier die U-Boote geben,
Darauf warte ich ja schon seit Ewigkeiten. Ne? Ja. Ach, warten wir es mal ab. Und wie gesagt, kurz vor dem großen neuen Update wird dieses komische mit den XP-Ding installiert. Ja, ich gucke immer wieder im Forum nach, ob es irgendein Feedback gibt, aber da momentan sind da noch Diskussionen unter Spielern. Wie könnte das ganze System aufgebaut sein, ne? Wie können sie es machen, diesen, jenes? Ja. Wow, jetzt wird's laut, Leute. Jetzt wird's laut. Ja, die Jungs von Immerherbst sind hier und machen da unten den Rasen schön. Naja, was man so Rasen nennen kann, ne? Was soll's. Na gut. Ja, also, wir sehen uns dann eventuell am Freitag. Ne? Schauen wir mal, ob ich Bock habe oder sonst wie. Vielleicht kommt noch was anderes dazwischen. Ich muss mal eine Alternative überlegen, ne? Falls ich mal da freitags keinen Bock habe, ein Seeschlachtenvideo zu machen. Ne? Ja, muss mal was einfallen lassen. Ne? Und ja, ansonsten, wir sehen uns, ne, Leute. Also, halt die Ohren steif. Bis dann. Ciao.